So, hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde der Nacht, bei Uncharted The Lost Legacy. Wir hatten hier, glaube ich, alles fertig gemacht und müssen jetzt darüber gehen, würde ich sagen, um jetzt hier weiterzukommen, ne, in der Geschichte. Ich muss mal gucken, ob es hier einen schönen Weg runter gibt. Ja, also für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Theodor, ich zocke mir hier einen Wolf für euch und würde mich freuen, wenn euch das Format gefällt, wenn ihr eventuell einen Daumen hoch mal da lasst oder einen Kommentar oder ein Abo auch, wenn ihr richtig Spaß habt, würde mich freuen. Oh, das war Mist. Ja, das sind so die Szenen, für die sich meine Let's Plays hier auszeichnen, wo sich immer alle freuen, ja, wenn ich hier irgendwelche wilden Knöpfe drücke. Ja, das ist richtig lustig. Ne? Und wenn wir nächste Woche hier Mittelerde Schatten des Krieges zocken, da wird das wahrscheinlich total chaotisch werden mit den Knopfkombinationen. Das wird richtig lustig, Freunde der Nacht. Ja. So, wir schwingen uns wie Jane hier rüber. Und ja, ein weiteres Merkmal von mir ist, dass ich ungern in Spielen reite. Und ich fahre auch ungern Auto in Spielen. Deswegen werde ich auch nie ein Grand Theft Auto Part hier finden. Fährt man da überhaupt Auto? Ich weiß halt gar nicht so genau. Freunde der Nacht, ich schätze halt jetzt mal einfach so. So, wo müssen wir denn hin, ey? Ich bin hier. Ja, ich war so munter. Ich hatte irgendwie am Montag so viele Parts vorgedreht. Und hab gedacht, ja, super, ey. Jetzt bist du voll im Flow. Kannst du die Woche noch schön was machen? Ja, scheiße. Und dann war ich nämlich krank die Woche. Und dann war es halt mit Vorsprung. Und jetzt habe ich keine Teile mehr und muss hier nachlegen, Freunde der Nacht. Hier war das auch noch nicht, ne? Ne, das war ja noch nicht. Hier war dieses Geheimversteck von dieser Munte. Weil die lustigen Muntenjagd gemacht hier. Und ich gucke gleich nochmal auf die Karte, glaube ich, besser, wo ich hin muss. Aber ich glaube, die Richtung war ja ganz richtig. Ja, ich weiß nicht, also wenn ich hier mit einem Auto langfahre, brauche ich, glaube ich, länger, als wenn ich laufe. Ja, das sieht gut aus. Hier einmal um den Berg rum und dann sind wir auch schon da. Guck mal, die Teile sehen aus wie bei Lost, weißt du, wo diese Rauchmonster immer kamen. Wo die sich so hinter verstecken konnten. Ja, Lost, ey. Dass Lost abgesetzt wurde, ne? Und da so ein Ende hingeklatscht wurde, ist auch kriminell gewesen, meiner Meinung nach. Ich fand Lost so gut. Weil wo bin ich denn jetzt hier? Bin ich überhaupt richtig? Okay, wir müssen da irgendwie hoch, sehe ich gerade. Also rüber wahrscheinlich hoch und dann da über die Brücke. Over the bridge. Würde ich jetzt mal vermuten. Ja, ist jetzt die Frage, wie wir da hochkommen, Freunde der Nacht. So. Ganz blassen Dunst, ey. Das sieht schlecht aus. Boah, jetzt muss ich hier den Aufstieg suchen. Na, kann nicht richtig sein. Hier muss ich mal einen zu langen Umweg. Müsste ich ja einmal komplett rumlaufen. Das kann ja wohl nicht sein, ne? Das ist ja wohl nicht deren Ernst. Ach, guck mal, da ist irgendwie eine Wand, wo ich hochklettern kann, sehe ich gerade. Oder? Aber da kommen wir doch gar nicht dran von hier unten. Ne, da kommen wir nie hoch. Gehen wir mal hier durch und dann gucken wir mal, ob wir da auf der anderen Seite irgendwo hochkommen. Dann schauen wir mal. Wird ja wohl irgendwo ein Aufweg sein. Ach, guck mal da. Boah, da ist voll die Holzbrücke. Da hätte ich ja jetzt einen schönen Umweg gemacht. Wie geil sieht das denn aus, oder? Freunde der Nacht, das ist ja mal geil. Sehr cool. Ist das hier eine natürliche Brücke, oder was? Das ist ja mal total strange. Das ist ja mal geil. So, jetzt brauche ich den Wagen, wa? Ich kriege aber jetzt. Nee, so komme ich da nie hoch. Da kommen wir auch nicht hoch. Aber was mache ich denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Kommen wir da nicht hoch? Vorhin in der Nacht, wir kommen da nicht hoch. Wie kommen wir denn da hoch? Das ärgert mich ja jetzt ein bisschen. Wie kann denn sowas sein? Aber mit einem Auto komme ich da auch nicht hoch, oder? Wir müssen wahrscheinlich ja auf die andere Brücke, würde ich mal so vermuten. Und dann darüber.
Würde ich jetzt mal so schätzen, ich weiß es nicht, aber wir probieren mal, ob wir da irgendwo hochkommen. Weil sieht auch wieder schlecht aus. Hi, 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 hi. Wo ist das denn da? Wo geht's denn da hin? War ich da schon? War ich da schon? Ich könnte mich jetzt ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich hier schon mal war. Schatz haben wir hier gefunden. Nee. Wie komme ich denn wieder raus? Nein, ich bin gefangen. Wie komme ich denn hier wieder raus? Bin ich jetzt doof oder was? Irgendwas übersehen? Hallo? Ich komme hier nie wieder raus, vorhin in der Nacht. Ich komme hier nie wieder raus. Kann ich dann wegspringen, vielleicht die Tür da? Nein. Wie dumm bin ich denn bitte? Ah, guck mal da. Weißt du, das wäre jetzt so eine richtig geile Folge gewesen. So, Theo da verzweifelt hier eine Stunde lang an so einer Kacke, weißt du? Ja, wäre wieder so typisch gewesen. So richtig typisch. Ich meine, dass ich jetzt hier diesen Kackaufstieg schon wieder eine Stunde suche, ist auch schon wieder bezeichnend, ne? Kommen wir auch nie hoch. Eieieiei. War denn jetzt die andere Brücke hier? Die muss doch hier irgendwo sein, Freunde der Nacht. Da ist noch irgendwie, geht's noch hoch. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht hoch. Weißt du, das ist doch lächerlich. Freunde der Nacht, guckt euch das an. Da kommst du nie hoch. Wo ist sie mit der Karre? Da. Warum gucke ich denn jetzt da in die Richtung? Ich muss doch in die ganz andere Richtung vorne. Ich muss doch dahin. Da ist er da richtig. Er fasst noch weiter. Aber da ist doch nichts. Da komme ich doch nicht hoch. Da ist doch eine Sackgasse. Wahrscheinlich muss ich, aber ich verstehe ich nicht. Da muss ich irgendwie hochkommen. Das ist genau der Weg, wo ich lang muss. Aber da komme ich doch nie hoch. Wie soll das gehen? Ich habe keinen blassen Dunst, ey. Wir sind hier fertig. Dann mal los. Wir sind hier fertig? Gar nichts sind wir hier. Kommen wir da nicht mal als... Da komme ich nie hoch, Freunde der Nacht. Das gibt's doch gar nicht. Schau mal, ich glaube, dass dein knallharter Ruf dir diesen Job besorgt hat. Und du könntest das Geld sicher gut brauchen. Da hast du nicht unrecht. Weißt du was? Eigentlich nett zur Abwechslung mal mit einer Frau zu arbeiten. Es stimmt. Es gibt nicht viele von uns. Dieser eine Waffenhändler wollte den Boss sprechen. Als ich ihm sagte, dass ich das Sagen habe, wollte er aussteigen. Ah, was hast du gemacht? Ihm beide Beine gebrochen. Oh, das ist kein Witz. Wollte mich nur dem Niveau anpassen. Oh, leg dich nicht mit Ross an. Boah, zum Teufel, wir kommen da so nicht hoch vor in der Nacht. Kannst du nicht einfach aufhören, einen Schlussstrich unter Shoreline ziehen? Ich wurde da reingeboren. Ich habe keine Wahl. Oh, man hat immer eine Wahl. Wo ist das hier? Wo sind wir hier? Ne, auch falsch. Okay. Ja, ja, Shorelines. Oh, hier war eigentlich alle erledigt, ne? Schön hier draußen. Zum ersten Mal in Indien? Ja. Dieser Job hat nicht viele Vorteile, aber man sieht was von der Welt. Wo warst du schon? Ah, wo war ich noch nicht? Was immer dir lieber ist. Naja, ich war noch nie in den Staaten. Echt jetzt? Die Sachen, nach denen ich suche, sind eher alt, oder? Die USA wurden erst vor ein paar hundert Jahren gegründet. Das stimmt. Was ist mit dir? Wo willst du mal hin? Island. Gute Wahl. Schön da.
Es ist ruhig. Unberührt. Und ich will diese Nordlichter sehen. Ah, okay. Das steht auch auf meiner Löffelliste. Fahr doch hin, wenn wir hier fertig sind. Irgendwann. Hab vorher andere Dinge zu tun. Ja, frohe Nacht. Ich kann mir jetzt nur noch vorstellen, dass wir eventuell mit dem Jeep hochkommen. Fraser, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig. Ja, frag mal. Was ist los? Du und Nathan Drake. Alles rein professionell? Meistens. Oh Gott. Wie? Wie? Hey, komm mal lieber von deinem hohen Ross runter. Assad? Und der andere, dieser Fondarsch? Ich hatte keine Wahl. Das war ein Mittel zum Zweck. Aber Drake? Er war okay. Gar nicht so schlecht. Also manchmal muss man vielleicht doch mal mit dem Auto fahren. Dieser Klugscheißer. Oh, er kann echt wahnsinnig nerven. Aber er ist doch ganz charmant. Aber es wie geht's jetzt weiter? Es fühlte sich gut an, solange es hielt. Das ist so gut, was wir steigen mal aus. Die quasseln ja hier, ey. Das ist ja, weißt du, wenn du Frauen einmal zusammenlässt, ne, dann quasseln die, hören die nicht mehr auf. Weißt du, bei Männern so, wie geht's dir? Gut, okay, alles klar. So, was haben wir denn hier? Wo geht denn das hier hin? Da ist doch irgendwie... Was für ein Gitter hier? Wo geht's denn da weiter überhaupt? Ja, sind wir doch mit dem Jeep hochgekommen. Ich hätte jetzt nicht gedacht... Muss man dann doch ab und zu mal mit dem Jeep fahren. Hier die auch hochfahren können. Da muss ich sogar hochfahren. Oh Mann, ey. Mano Pano, aber was ist denn da noch hier? Hier ist doch bestimmt auch noch irgendwas. So, ist da noch was? Hallo, ist hier noch was? Außer ein Schatz, der mich nicht interessiert. Nee, ich muss ja nicht mit dem Jeep hochfahren, ich kann da so hingehen. Boah, heftig, ey. Krieg gerade so ein bisschen Ehrfurcht hier vor dem Ding. Ich bin mal gespannt, wo da der Eingang ist. Ich sehe momentan noch nichts. Okay, wir gucken mal. Atemberaubend. Was schätzt du, wie lange es dauert, sowas zu machen? Jahre. Vielleicht Jahrzehnte. Die Häusler verstanden sich echt auf Bildhauerei. Und auf Krieg, wie es scheint. Das auch. Das hier wurde sicherlich zur Feier ihres Sieges über die Perser gemacht. Haben sich offenbar tapfer geschlagen. Das haben sie. Leider war es nicht von Dauer. Aber ihr Verlust ist unser Gewinn, stimmt's? Das Bild kommt mir bekannt vor. Dieses Bild entspricht genau dem auf der Scheibe. Und was bedeutet das? Weiß ich noch nicht. Aber ich würde sagen, wir probieren das mal. Ja. Probieren geht bekanntlicherweise über Studieren, dann würde ich sagen... Versuch es diesmal nicht kaputt zu machen. Let's dance. Was zum Teufel? So gefällt mir das. Heide Witzke, Herr Kapitän. Damit hatte ich nicht gerechnet. Bereit? Ja. Ich, genieße nur den Augenblick. Zumindest sind wir als Erste hier. Ist ja auch schon mal viel wert. Ich finde es total schön, wenn jetzt keiner hinter uns hier reinkommen könnte. Gott. Alter Schwede. Alter Verwalter. Guckt euch das an. Freunde der Nacht, ey. Guckt euch das an. Willkommen im Stadtkern von Halebit. Im letzten bekannten Ruheort von Ganeshas Stoßzahn. Spektakulär.
Was? Sieht es nicht aus, als wäre da ein Damm oder so zwischen den beiden Ganesha-Statuen? Vielleicht vom Wasserfall weggespült. Und wie kommen wir dann rein? Moment. Ja, sieh dir die Krone an. Das war keine Erosion. Du hast recht. Vielleicht war das ein Wachturm? Bestimmt kamen so die Perser rein. Ich habe von diesem Ort schon so lange gehört. Und jetzt sehe ich ihn mit eigenen Augen. Mach doch ein Foto. Und schick es deinem Dad. Tolle Idee. Was? Sag bloß, du kannst keinen Computer bedienen. Dann mach ein Foto und zeig's ihm persönlich. Nein, es ist nur ein paar Jahrzehnte zu spät dafür. Dazu ich. Oh Gott, bitte nicht. Alles gut. Wollen wir jetzt nach Hallebeet? Ja. Komm. So, Freunde der Nacht, wir sind in Kapitel 5, die große Schlacht. Wir machen hier an dieser Stelle einmal Feierabend. Wir werden morgen hier weitermachen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben, über ein Abo für den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Theodor. Ciao, ciao.